Let's play some games, weil Zocken geil ist. Hallo zu einer weiteren Folge Couch Gaming Deluxe. Wieder an meiner Seite Lars Konrad. Und der Paginator. Und wir spielen auf dem Sega Saturn. Dieses Spiel hier, Nights into Dreams. Mit kam gebundelt mit diesem Controller. Ja, 1996. Den Analogstick nehme ich für das Spiel. Und wie kann man das jetzt nennen, was es für ein Spiel ist? Ein Fly and Run? Ja, wobei ich die Run-Sequenzen äußerst langweilig finde. Fly and Collect. Fly and Collect, ja. Wir zeigen gleich mal, wie das hier funktioniert. Genau. Ja. Bist du im Analogmodus? Ich bin im Analogmodus. Das ist nämlich ganz wichtig. Muss man erstmal einen Controller einschalten, sonst hat man nämlich hier nur das Digipad und das ist dann wenig Ziel bringt. Ja. Oh, ich bin sogar noch drauf. Sehr gut. Yay, du bist drauf. Ja, doch ein bisschen hier was abgespeichert. So, wir schalten nämlich pro Spielfigur hier mehrere Traumwelten frei, in denen wir dann Highscores knacken. Ich fange jetzt einfach mal bei der ersten Welt an, um mich nicht zu sehr zu blamieren. Ja, wie gesagt, das Spiel kam 96 raus. Wurde ja vom, hier steht es vorne sogar drauf, Team Sonic entwickelt. Also die Sonic the Hedgehog gemacht haben. Die haben auch Echo the Dolphin gemacht. Also sieht man allein schon auch von der ganzen Präsentation. Das ist auf jeden Fall schon ein Titel, der hat was drauf. Ja. Das ist jetzt meine Spielfigur Knights. Und hier muss ich diese blauen Kugeln für Boni einsammeln, die ich dann nachher in so einer Kugel dann verwerten kann und live genießt. Ja. Ja, genau da drin. Du hast es genossen sozusagen. Ja, genau. Es fehlen noch einige Kugeln. So, ich kann in normaler Geschwindigkeit hier so durchdirigieren oder mit meinem A-Knopf so einen Dash machen und dann stoße ich ein bisschen schneller nach vorne. So alles mitnehmen. Und diese Ringe, die bringen dir ja Zeit, habe ich gesehen, ne? Ja, genau. Also unbedingt mitnehmen. Und natürlich die Kugeln. So, da rein habe ich jetzt mir fehlen noch. Ne, ich habe jetzt kommt Bonus-Time. Ja. Genau, wenn die Zeit ja abläuft, dann kommst du eben in diese, ich nenne sie mal, Run-Passagen, die halt meines Erachtens ziemlich viel vom Pacing rausnehmen. So, und das Tolle ist, im Hintergrund kann man nämlich schon sehen, was es noch hier in dem Level zum Einsammeln gibt. Mhm. Ah ja, stimmt. Ja. Ich habe das Spiel also wirklich das letzte Mal vor 20 Jahren gespielt. Ja, kam ja eben hier 1996 raus, ja. Also ist schon eine Weile her. Ja. Oh Mann, hey, ich habe das Spiel total geliebt. Ich habe das abgesuchtet, weil ich wollte unbedingt dieses R-Rating bekommen, wenn man nämlich anscheinend alle Levels mit einem R-Rating schafft. Dann soll anscheinend zwei professionelle Sänger den Soundtrack singen. Also im Endeffekt ist es dann so ein Special Ending. Genau. Ah, okay. Ich habe das aber leider nie geschafft, weil das wird am Schluss wirklich sehr, sehr schwer in diesem Fly and Run. Ja, es ist für mich jetzt schon ein bisschen. Ich habe das damals eben nur als Zaungast mitbekommen. Ich hatte damals keinen eigenen Saturn, habe es bei einem Freund ein bisschen gespielt und war völlig überfordert. Muss ich ehrlich zugeben. Sonic, alles top, aber. Ja, hier bei Nights into Dreams, hoch, runter, links, rechts. Ja, und hier habe ich einen dieser Steine, den ich mit mir jetzt führe, den muss ich nachher abgeben. So. Ich will durchdashen hier. Ah, so, jetzt habe ich diesen Ding mitgenommen. Ah, das beschleunigt, ja. Oder? Ja. Ja, genau. Wie eine Flipperkugel. Ja. Tada, und wie viel bekomme ich? Ja, 10 Rating, das ist schon mal nicht schlecht. Wenn ich das schon mal so lange nicht gespielt habe. Man kann natürlich auch ziemlich tief im Level abtauchen und dann gibt es so eine schöne Bonus-Sachen. Die fressen halt Zeit, ne? Das muss man ja auch sehen. Das frisst Zeit, ja. Also wieder ganz klassisch Risk versus Reward wird hier abgewegt. Ja. Alles Zeitfresser. Genau. So.
Und was auch sehr geil ist, super cooler Soundtrack. Genau, ja. Klingt auch ganz typisch nach den Team Sonic Team Produktionen. Sonic, ja. Also wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wer den Soundtrack gemacht hat. Fast. Okay. Ich glaube, steht hier leider nicht drauf, irgendwas, nein, aber ja, kann man auf jeden Fall sagen. Ah, ich schaff's noch rechtzeitig. Sehr, sehr mal stimmig. Oder? In Farbe und Bunt. Ja. Und you. Oh, mitnehmen wir. Ah, das gab ja gute Punkte. Oh, wenn ich sowas spiele, krieg ich total Hunger. Das ist hier so ein Dragon Ball. Ja, und das ist einer von den Kugeln, die ich abliefern muss. Weil kurz bevor der Level startet, verliere ich ja diese ganzen Teile. Mhm. Und dann muss ich die jetzt so nach und nach wieder zurückbringen, genau. Mhm. Ja. Und das ist jetzt, wie ich richtig verstanden habe, das sieht man im Intro, das ist ja im Endeffekt eine Traumwelt, ne? Das ist eine Traumwelt, genau. Das, deswegen denke ich auch mal der Name Nights into Dreams. Mhm. Ja. Als kleine Background-Information noch, es gibt ein HD-Remake auf PlayStation Network und Steam auf jeden Fall noch. Steam gibt's auch noch. Ja. Ich denke, wird wahrscheinlich dann auch für Xbox Live Arcade geben. Ja. Da hat man natürlich den Vorteil, man braucht keinen extra Controller, man kann einfach den vorhandenen Controller nehmen. Genau. Analogsticks sind ja heutzutage jetzt halt doch ziemlich common, sage ich mal. War damals ja nicht so. Dann ist es auch nicht der allerkomfortabelste Analog-Controller. Ja, der hat eher so eine, ja, ich nenne es mal fast so eine Scheibe, die sich so in die Richtung dreht. Also keinen richtigen Stick. Ich krieg so leicht schon einen Krampf drin. Mhm. Naja. So, jetzt habe ich alle abgeliefert. Bosskampf. Und jetzt kommt noch ein, genau nach jeder Welt gibt es noch einen Bosskampf. Und beim ersten weiß ich es noch. Da muss ich an den Drachen hier ran, an sein Maul und dann ihn so wegdashen. Ins Gesicht. Ja, und wenn ich das ein paar Mal mache, dann dürfte eigentlich die Runde ohne weiteres. Und nochmal. Das erinnert mich jetzt sehr stark rein von der ganzen Aufmachung her an, das Little Nemo Remaster. Ist das Remaster für das NES? Gut gespielt. Er hat genau diesen Arztteil. Okay, ich hab's doch leichter in Erinnerung. Naja. Aber so vieles hat man ja meistens in der Erinnerung besser. Ja. Zum Beispiel Duke Nukem, Tomb Raider. Ja, heutzutage grafisch nicht mehr so toll, muss man sagen. Okay. Aber gut, Gameplay hält sich ja zum Glück meistens noch, wenn man über die Grafiken wegschaut. Ja, irgendwas mache ich falsch. Ja, ja. Er prallt ab zumindest. Ja, aber wohin? Ah, oh, das gibt's halt. Ah, jetzt habe ich ihn. Hurra. Second super, Night. Super Musik. Also Nights into Dreams. Eines meiner Sega-Lieblingsspiele. Genau. Absolut. Kauft euch auf Steam für paar Euro. Und ich glaube sogar, es gab doch dieses 10 oder sowas. Christmas Nights. Das war so eine Art Standalone-Add-on und ich glaube, das ist da sogar mit drin. Also von daher... Oder im PlayStation Network. Genau. Wahrscheinlich gibt es da auf PSN Plus inzwischen. Ja, in diesem Sinne. Ja, wir verabschieden uns und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dieser Episode von Couch Gaming Deluxe. Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.